Hast du recht. So. Willst du die Schuhe anziehen heute? Was? Falls du Lust hast, komme. Wer macht dir ein Angebot? Du! So. Martha steht hier. Falls du Lust hast, komme. Erst jetzt kriegst du die Nachricht. Nein, die habe ich gestern 21:05 gekriegt. Ich habe sie nicht gelesen. Da war ich doch schon bei Leon. Weiter diesmal. Oh. Aber ich habe was anderes gemeint. Ach so. Ich habe gemeint, dass steht hier, du mit falls mir das Bett umbauen kannst. Elias, was machst du da? Toll. Mama, was macht das hier? Das ist für die Toilette, zum Putzen. Aber musst du noch mitnehmen. Aber das ist doch für die... Komm, setz dich mal hin. Ja, das ist auch zum Backen, hast du recht. Da haben wir auch Setz dich mal auf die Treppe. Hallo! Ja, man tut das sein iPad nicht in der Schule? Ich weiß nicht, ich glaube, das braucht er heute nicht. Okay. Nee, das ist der falsche Fuß. Machen die Auer am Fuß? Ausmachen. Ja, die Mama kann nicht mehr. Luis, bist du ein Elektriker? Du musst dich doch nur richtig hinstellen, Elias, dann geht's doch. So. Warte, ich will. Okay, du willst die Zwiebel einmal alles alleine. Ja, ist doch gut. Lass den Kindergarten die Hausschuhe auch alleine draußen. Super. Prima hast du das gemacht. Gehen wir jetzt in den Kindergarten. Papa bringt dich. Mama ist im Auto. Ja, mit Mama ihrem Auto, genau. Wow, guck mal, der Elias hier. Guck mal, der kommt schon dran. Ja. Ja, das ist ein bisschen niedriger. Der Schalter. Ja, super. So groß bist du schon. Ich habe für die Schuhe alles. Prima. Guck. Viel Spaß. Wo ist der Papi? Warte, Papa kommt gleich. Guten Morgen am Montag. Wir fahren jetzt einkaufen. So, jetzt. So, wir fahren jetzt erstmal zur Bank, was erledigen. Dann fahren wir einkaufen. Was wollten wir noch machen? Genau. Achso, ich wollte euch mal zeigen, was der Elias innerhalb von ein paar Sekunden hinbekommt. Wahnsinn. Vorhin habe ich die Pfandflaschen rausgeholt, hatte den Trockner angemacht und rumgedreht. Jetzt weiß ich nicht, was er da verstellt hat. Muss ich mal später gucken. Komm. Also es geht so schnell, das ist der Wahnsinn. Die Hände sind überall. Ja, so wie bei Männern üblich. Jacke, heute ist es kalt. Komm her, wir gehen. Oh, jetzt hat sich das hier verdreht. Warte kurz, es hat sich hier verdreht. Ich krieg meine Jacke nicht ab hier. Was? Wie geht denn das? Hä? Hey, Elo, Spur, mach die Tür alleine auf. Na super. Guck mal, der ist schon draußen. Elo, was machst du da? Ich krieg meine Jacke nicht ab. Das ist doch Wahnsinn, immer wenn es schnell gehen muss, ne? Meine Tasche ist hier. So, Martha ist heute Beifahrer. Es regnet, kaum gehen wir raus. Regnet es. Der Himmel weint, weil Martha das Haus verlässt. Mhm. So, wir haben jetzt einen Plan gemacht für heute. Echt? Achso, ich habe es mir schon gesagt. Ja, wir wollten ganz kurz zu Lidl. Ja. Da wollte ich nämlich so einen Rüblikuchen noch jetzt mal. Jetzt verrätst du es ja schon. Was ist ein Geheimnis? Vorsicht. Du hast gesagt. Ich dachte, da kommt jemand. Was? Ausgeschossen. Voll gefährlich hier. Und dann zu Kaufland. Kaufland. Und vielleicht, wenn wir später die Leonie abholen, zu Smith Toys. Nein. Die hat nämlich in der Nähe ein Smith Toys eröffnet. Ja, das kannst du ja ohne Leonie machen. Aber ja. Da freust du dich, oder? So ein riesen Spielzeugladen. Das ist doch einfach Paradies für Kinder, oder? Da ist das auch ein Paradies für meine Brieftasche, oder? Mal gucken, da gibt es auch schon Sale. Zahle. Früher war gesehen. Hallo! Oh, der schustet schon wieder. Kein gutes Hallo. Zeichen. Hallo! Wieder lacht, guck mal, was ist. Kindergartenkind am Moment.
Hast du gute Laune, mein Schatz? Genau, das Auto wollten wir aussaugen. Wir wollten zur Kirche fahren. Das müssen wir unbedingt heute machen, weil das sieht aus wie Sau hier. Ja. Oh mein Gott. Das sagt Martha übrigens jedes Mal, wenn sie ein Auto kriegt von mir. Ja, dann sagt sie, oh, ich werde das jeden Tag pflegen und putzen. Ja, wenn die Kinder einmal gegessen haben, dann... Ja, deswegen wird im Auto nicht gegessen, ganz einfach. Ja, aber dann ist... Nicht geraucht, nicht gegessen. Das ist egal. Wird vorher gegessen. Ja. Hey, Martha. Mhm. Ja. Das gibt's. So, genau. Also, ja, auf jeden Fall zum Kirche dann. Das darf man nicht vergessen. Das muss heute unbedingt erledigt werden. Also bei dem, wo ich war, der war lange an, der Staubsauger, und der hat nur 50 Cent gekostet. Ja. Also, ich habe jetzt Frühstück besorgt. Unserem Lieblingsbäcker. Leider hat der Fahrer Verspätung mit den Grillbrötchen. Das schmeckt's? Und schaut mal, wo wir gerade dran vorbeifahren. Ja. Aber ich gehe nicht rein. Vorsicht. Oder doch? Nee, Spaß. So, erste Station. Auto putzen. Elias, schon wieder Werbung. Ich mache ihm Musik an, da kommt ständig Werbung. Und da hinten ist Lidl. Oh. Ja, hier. Wie geht das? Du musst es hier so. Hier tanzt. Warte, ich mach's. Voll macht es. Ja, ja. Dein Auto. Papa hat Erdbeeren mitgenommen. Nase juckt. Was heißt das? Wenn die Nase juckt, kriegst du Geld, oder? Oh, guck mal, Streusel. Kuchen. Hat sie Obst und. Ja, komm, auf geht's. Der Kuchen, auf geht's. Irgendwo da, bei den Angeboten. Er will zu seinem Kaufland. Was ist denn das? Das ist lecker. Kebabstangen, oh, das muss ich mal probieren. So eine Zimtschnecke können wir noch mitnehmen. Ja, und für mich bitte so ein Kebab. Ja, okay. Gerne. Ja, die Zimtschnecken hier sind echt lecker. Oh, 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 oh. Ich nehme nochmal Bananen mit, weil letztes Mal waren die im Kaufland alle weg. Und halt noch ein bisschen grün. Hm. Oder hier so kleine. Hier diese Kuchen. Also einen Kuchen möchten wir verschenken, einen für uns. So. Die kleine Lidl-Tüte, 40 Euro. Und Getränke haben wir noch mitgenommen, stimmt. So, und jetzt geht's ins Kaufland. Oh, hier ist ein Hase. Wollte ich mal hier zeigen beim Schibo. Gibt so süße Sachen für Ostern. Knete-Set. 10 Euro. Ach, die Socken hier sind süß mit Osterhasen für Babys. Hier so süße Kleidchen. Sieht man das? Sieht man das? Ja. Prima. Oh, guck mal, wie süß die Söckchen hier zu Ostern. Ein Kaleidoskop. Da. Ja. Süß, oder? Nee, das sagt nicht. Ja, das darf man nicht anfassen. Oh, ich hasse Kreide. Wer von euch hasst Kreide so sehr wie ich? Ach, süß. Richtig tolle Sachen hier. Osterbücher, falls ihr noch was sucht. Schäfchen, Küken. Süß. Ach, hier sogar Bastel. Ja. Guck mal, was denkst du, was die kostet? Weiß ich nicht. 1,19 Euro. Ah, okay. Aber das ist eine vegane Pizza. Ah. Kann man belegen, vegane, ne? Sachen, ja. Guck mal, das ist auch süß hier. Aber 8 Euro halt, ne? Süß. Ja.
echt schön. Schmeckt. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ja? Dein Hasi. Da bin ich. So, der Papa hat ein Food Haul gemacht. Ja. Und kurz. Ein Riesenberg muss man wegräumen und dann stecke ich endlich mal den Akku an. Mama, ich nicht vergessen. Ja, er sieht irgendwas, er will alles essen. Ja, ja, der will alles essen. Der ist alles ein richtiger Fresssack. So wie Mama. So. Hey. 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 Wo sollen wir die denn essen? Hey. Mama, brech. Hey. So. Und mit dem Papa Quatsch? Mhm. Papa macht immer Quatsch. Papa ist ein Quatschkopf. Wer Baby? Oh, willst du mich beißen? Ah! Ja, mich beißen! Genau, hör auf! Ja, Baby! Guck mal, wie süß die zwei. Wir brauchen auch einen Hund, Papa, schnell. Oh. Vorsichtig. Langsam, langsam. Langsam. Halleluja! 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 So, Leonie abgeholt. Und Papa tankt jetzt schnell. Ja. So. Okay, auf festhalten. So, anstatt Smith Toys sind wir jetzt bei Obi gelandet. Ja, da gibt's auch Spielzeuge. Näher dran. Das ist für den Papa. Und Papa hat sich schon Papa so lange gewünscht, dass wir bei Obi. Ja. Ein bisschen gucken, wir wollten auch nach den Wandzeug gucken fürs Schlafzimmer. Sitzen, ja, dann setz dich. Was es da so gibt. Die Verkäufer haben mich hier früher mal mit einem Vornamen begrüßt, aber ja. Jetzt war ich so selten hier, weißt du? Ja, stimmt. Ich war hier so viel gekauft hier. Schöne Blümchen. Ja, schön. Oh, guck mal, der Gelb ist schön. Ja. Der Gelb ist Farbe, mein Papa. Der Gelb. Ich hab dich nicht vermisst. Oh, da gibt's die Sachen. Für den Garten. Ja. Ganz viel. So, Mama, wo willst du hin? Solarleuchten. Oh, guck mal. Das wäre ein richtiger Schlauch für den Lukas. Guck mal, Selina, Leonie. Seine Fernbedienung ist kaputt, wow. Gell? Das ist richtig cool. Ja, das ist richtig cool. Ist das so ein Gummizeug? Ja, oder? Das ist so Gummizeug. Ja, dann los, steck aus. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Echt? Ich finde, die hat was. 114 Euro. Oder? Ich finde die irgendwie cool. Halt blöd zum Putzen. Aber sieht hübsch aus. Auch süß, guck mal. Schöne Blümchen zu verschenken. Ostern. Guck mal, das ist eine freisprechende Pflanze. Eine freisprechende Pflanze. Nee, andersrum. Ne? Jetzt ist der Witz kaputt. Heute ist es im Nordosten sonnig, denn es ist das Landesbett, das meist Wolken verhangt. Und es kann regnen. Im Süden kann es auch zu Gewittern kommen. Das Ganze bei Temperaturen von 3 bis 16 Grad. Ich glaube, wir müssen mal fragen, was gibt es 2 verschiedene? Hier so. So, gibt es Streuselkuchen, wir sind wieder zu Hause. Das war eine kurze Runde im Obi. Aber Papa konnte gucken, gell? Ich sehe hier keine. Den Grillzeug und dann haben wir ein paar Sachen gefunden und fotografiert. Das sind keine, Mama. Das sind keine. Vielleicht da hinten. Du willst auch Schlagsahne, oder? Bisschen. Was hast du da, Elias? Was hast du da? Einmal mit Käse, einmal mit Zimt. Der 3-Sterne-Koch kocht für uns. Es gibt... Au! Ja, entschuldige, wo gehobelt wird, da darf man nicht im Weg stehen. So heißt das. Geschnetzeltes mit Zwiebel. Und wir machen China-Nudeln dazu. Mal was anderes, ne? Und hier kommt jetzt gleich... Sojasauce und Schlagsahne ein bisschen Tomatenmark. Vielen Dank an die Zuschauerin, die das Foto geschickt hat, dass sie mich anschaut. Dankeschön. Asli, gell, warte. Ja, Dankeschön. So, wir werden jetzt essen.
Ja. Ich habe übrigens diese Woche Friseurtermin. Super. Okay. Leonie ist mit Stäbchen. Zeig mal, wie du das machst. Jetzt kommt der Lukas auch runter. Ist er noch gar nicht da? Ja, ist noch heiß, oder? Pusten. So, wir werden jetzt das leckere Essen essen. Und ich verabschiede mich und wedeln, Papa. Kannst du mit dem Dankeschön, was fürs Zuschauen. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.